Es ist Sonntagmorgen gegen 11.11 Uhr. Ein wunderschöner, warmer Frühsommervormittag im Käfertal. Madame Butterfly fliegt ein bisschen spazieren, während Arambula sich in die handgeknöpfte Hängematte gelegt hat. Wie gesagt, es ist Sonntag und sonntags werden keine Fliegen gefangen. Da wird gefaulenzt und wie man hört, ganz schön laut. Im Erdgeschoss liegt Grillerich in seinem körpergerechten Liegestuhl und pflegt ebenfalls der Ruhe. Nein, stimmt nicht. Er ruht sich zwar aus, aber ruhig ist es nicht, denn er hat sein Radio angestellt und das macht noch mehr Lärm als Arambulas Geschnarche. Ein Stückchen weiter hat es sich Freund Appetitus bequem gemacht. Nach der Devise Sonntagmorgen ohne Sorgen hat er sich für ein Picknick entschieden. Er hat sich eine Menge belegter Brote eingepackt und haut rein wie Hektor in die Buletten. Schmeiß mal ein Häppchen rüber! Na also, da biegt ja auch fröhlich pfeifend Freund Ferdi um die Ecke. Er hat sich vorgenommen, die Blumen und jungen Kohlpflanzen in seinem Gärtchen zu gießen. Aber plötzlich stutzt er, als er in die Nähe des alten Krähenbaumes kommt. Er hat, obwohl es Sommer ist, kein einziges Blatt. Er wird doch nicht etwa umweltgeschädigt sein, denkt Ferdi. Vielleicht hat er nur Durst. Na, was sagt man denn dazu? Ja, gibt's denn das? Ich glaub, mein Schwein steht im Treibhaus. Da muss wohl ein Schnellwachsmittel im Wasser sein. Schnüffel ist durch Appetitus auf den Appetit gekommen. Ihm ist eingefallen, dass er auf der Lichtung einen Knochen für Notfälle vergraben hat. Und Hunger ist ja ein Notfall. Da kommt auch Frau Kunterbunt. Sie macht mit ihren Kindern einen Sonntagsspaziergang. Hier, Kinder, das ist Vanzolin-Sonnenschutzcreme mit Tiefenwirkung. Wischt euch mal schön ein, damit ihr keinen Sonnenbrand bekommt. Ein Stückchen weiter auf dem alten Käfersportplatz sehen wir Pferdchen eifrig damit beschäftigt, eine Hindernisbahn aufzubauen. Er will sich zum Springpferd ausbilden. Das hält man doch im Kopf nicht aus. Nein, da bleibt mir ja der Faden weg. Der bringt mein Walkman aus dem Takt. Er macht mich fertig. Toll, das ist der neue Ohrwurm-Disco-Sound. Der fetzt einen richtig an, was? Sehr gut, schön und lauter, lauter. Das ist der musikalische Umweltverschmutzung. Ja, hoppala. Hey, halt stehen bleiben. Verflixt noch mal, ist das glatt hier. Halt stehen bleiben. Ihr dürft doch nicht einfach über die Leute latschen. Das hier ist kein Trampelpfad. Ah, meinen Taktstock haben sie mir zertrampelt. Das waren Barbaren und keine Musiker. Oh. Endlich ist es ruhig. Du musst doch wohl einen totalen Dachschaden haben, am Sonntagmorgen solchen Krach zu machen. Wie kommst du überhaupt dazu, mit einer Kapelle rumzumarschieren? Habe ich dir denn das noch nicht gesagt? Nachdem ich den Film Amadeus gesehen habe, habe ich beschlossen, eine künstlerische Laufbahn einzuschlagen. Ah, künstlerische Laufbahn? Verstehe, du willst Dirigent werden, so eine Art Karawan, was? Oh, hör auf! Dir wird das Lachen noch vergehen. Und außerdem habe ich mich überhaupt noch nicht entschieden. Vielleicht werde ich auch Maler. Was ist das?
Das ist ja ein vermurkster Sonntagmorgen, kann man schon sagen. Vielleicht ist Pferdchen von meiner Musik so gerührt, dass er weint. Ich schaff's einfach nicht. Ich kann's nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kann's einfach nicht. Ich komm nicht drüber. Ich möchte so gerne ein Springpferd sein. Aber entweder streiken die Vorder- oder die Hinterbeine. Außerdem habe ich mir ganz furchtbar den Kopf gestoßen. Versuch's doch mal mit Dressur. Und geh zum Zirkus. Nur Mut nicht verzagen. Ich werde jetzt mal vormachen, wie man springt. Am wichtigsten ist der Anlauf. Und jetzt, Achtung! Olle! Na, giftig? Ui! Den hat's umgehauen. Es hat sich mal wieder alles gegen mich verschworen. Ich halte das nicht länger aus. Ich halte das nicht länger aus. Nein. Da staunt der Laie. Der Fachmann schüttelt den Kopf. Was ist geschehen? Nichts weiter, als dass Tollpatsch mal wieder einen seiner gefürchteten Albträume hatte. Er hat wieder mal schlecht geträumt. Aber habt ihr gehört, der Typ leidet echt unter Verfolgungswahn. Klar, der hat was an der Waffel, der sieht einfach zu viel Horrorfilme. Habt ihr gesehen, wie der im Trauma gefleitet hat? Wie heißt mich das denn? Man nennt das Alpentraum, weil man da glaubt, dass die Alpen über einem zusammenbrechen. Ja, so ist es, genau. Achtung, Achtung, eine Durchsage der Wald- und Wiesenverkehrsbeobachtungszentrale. Der Eilpostbote nähert sich aus Südosten auf der A17 und 4. Das sehe ich mir mal durchs Glas an. Fahrt Richtung Nordosten, dann kann er nur zu Fräulein Gwendolins Bungalow unterwegs sein. Die Post ist da. Oh. Auch wenn's nicht durch den Briefschlitz geht, schreib wieder mal ein Paket. Gut, dass Sie da sind, verehrte Madame. Ich habe hier ein Telegramm. Ich hoffe, Sie wollen's haben. Ein Telegramm für mich? Von wem das wohl ist? Danke, Herr Postmeister. Liebe Gwendy, ich habe so viel von dir und deinen Freunden gehört. Ich möchte euch daher einladen. Oh, mich in Italien zu besuchen. Hurra! Mit lieben Grüßen, Cousine Francesca. Ich werde verrückt nach Italien. Das muss ich sofort Ferdi erzählen. Ja, ja, der Chianti-Wein. Achtung, Achtung, Gwendolin ist im Anflug. Sie muss irgendwas Neues erfahren haben. Der Postbote war bei ihr. Ja, ja, der Chianti-Wein. Seht mal her, ich habe ein Telegramm bekommen. Ein Telegramm? Wir sind alle nach Italien eingeladen worden von meiner Cousine Francesca. Oh, Italien, wo liegt denn das? Liegt das nicht in Rom? Nein, bei Rom liegt Jamaika. Italien liegt, glaube ich, ganz weit unten am Südpol. Italien kann gar nicht am Südpol liegen. In Italien gibt's nämlich keine Pinguine. Ach ja? Sehen wir auf dem nicht Globus nach. Nicht versagen, grillerig fragen. Wo ist es denn nun? Zeig es mir. Ist interessant. Das da ist es, glaube ich. Ach, das ist doch nicht das. Da ist das klar. Das Land hier ist schön. Das sieht aus wie ein saftiges, großes Kotelette. Ich dreh mal. Italien kommt bestimmt vorbei. Lass mich mal. Ich weiß, wo es ist. Das da ist es. Ach, jetzt seid mal still. Ihr habt ja überhaupt keine Ahnung. Italien ist doch der Stiefel. Den kann man wegen seiner Form überhaupt nicht verwechseln. Wieso ist das ein Stiefel? Na, den Stiefel bringen die Italiener zum Schuster und dabei sind sie Usul im Bio. Stimmt's? So ein Quatsch. Italien nennt man wegen seiner Form den Stiefel Europas. Uff. Da seht ihr mal, was Bildung ist. Ich schlage vor, wir nennen ihn Professore Ferdi. Da staunt ihr was. Sogar in Italien gibt es Marienkäfer. Allerdings heißen sie da Ragazzina di Maria. So, und wie kommen wir überhaupt nach Italien? Ich schlage vor, wir mieten uns bei Libello Flotto einen Hubschrauber. Los, kommt, einsteigen! Sind schon da. Und warum darf ich nicht mitkommen? Ich würde so gerne Italienisch wie Jan lernen. Haustiere dürfen nur als Handgepäck mitgenommen werden und dafür bist du zu groß. Das ist ein böswilliger Verstoß gegen die Marzipanation der Pferde. Schimpf nicht so viel, spar deine Kräfte für die Fahrt. Pferdchen ist sauer wie eine italienische Zitrone. Ja. Nee, wartet. Wartet auf mich, ich passe doch unter jeden Sitz. Ich bin doch nicht so groß. Vergesst nicht. Der Hund ist der beste Freund des Käfers. Und nicht der zweitbeste. Du glotzt mich doch blöd. Helft mir. Komm schon, hast mich übergeredet. Wüstling. Oh, danke, Freunde. Das war Rettung in der letzten Sekunde, meine ich. Hoffentlich haben wir an der Grenze keinen Ärger mit dir. So wie du aussiehst, glauben die doch, du hast die tolle Wut. Ja, was auch immer das ist und knurren nicht wieder alle an, ja? Du kannst bloß froh sein, dass wir nicht nach China fahren. Da machen sie nämlich aus Hunden Sülze. Nicht mit mir, ich bin ein zäher Hund. Lauf, mein Pferdchen, lauf! Wir dürfen nicht zu spät kommen.
Du bist wie ein Luftballon, bloß viel schwerer. Alte Kreische. Also Platz nehmen in unserem Libellentaxi. Das ist ja dieselbe Kiste, mit der wir mal einen Rundflug gemacht haben. In dem Ding sitzt man wie ein Affe auf einem Schleifstein. Wenn Ihnen der Sitzkomfort bei mir nicht gefällt, dann bleiben Sie doch zu Hause oder fahren mit einem Luftkissenfahrzeug. Die Maschinen sind alt und klapprig, der Service ist schlecht und jetzt wird man als zahlender Gast auch noch angepöbelt. Mach kein Theater, setz dich. Wenn hier einer rumpöbelt, bist du das. Bitte festhalten, die Maschine ist startbereit. Hör dich bloß an, wie der alte Kasten klappert. Das ist eine Schreibmaschine und kein Flugzeug. Wir wünschen unseren verehrten Fluggästen einen angenehmen Flug auf unserer Libella Flotta Italia. Halten Sie sich bitte gegenseitig fest. Ach, du dicker Käfer, das war vielleicht ein Start. Der Kasten ist genauso schwer hochgekommen wie der vom alten Lindberg. Hier spricht Ihre Kapitänin. Bei dem Gebirge, was unter uns liegt, könnte es sich um den Hochschwarzwald und den Watzmann handeln. Hallo! Vollmilchkaiser! Grüß mich! Nach glücklicher Überquerung der Alpen lernen unsere Freunde nun wieder etwas für sie Ungewohntes kennen: die Weite des Meeres. Toll, was? So viel Wasser auf einmal kommt bei uns nicht vor. Was ist denn daran toll? Auf so viel Wasser im Eimer möchte ich nicht reinfallen. Was Sie da als so viel Wasser auf einmal nennen, ist das Meer. Il Mare. Kann schon verstehen, warum die Titanic untergegangen ist. Ist viel Wasser für ein einsames Schiff. Ich darf Sie jetzt bitten, sich gut festzuhalten. Du hast es leicht, du hast vier Arme. Es folgt eine kleine Kunstflugeinlage. Ja, umarmen Sie mich, halten Sie sich gut an mir fest. Hier kommt der Pudding von Weihnachten hoch. Setz dich, auf diese Art und Weise sind schon beide fünfmal abgestürzt. Und sollte was passieren, so sind wir wenigstens im Himmel vereint. Jetzt spielen wir mal Wasserflugzeug. Ich will aussteigen. Lieber fliege ich mit der Bundesbahn. Drück mir doch nicht dauernd in meinen Affront. Entschuldige, war nur ein Reflex, weil das da unten die Po-Ebene ist. Ich lege jetzt noch einen kleinen Sturzflug hin und dann landen wir in Vivenig. Hören Sie auf mit dem Quatsch, der Dame ist schlecht. Schluss jetzt. Tu was, Ferdi. Es kann nichts passieren, aber genau weiß ich das nicht. Fallende Schirme sind unter dem Sitz. Hier kriegen wir Ärger. Ich springe. Es geht aufwärts. Komm, Grillerich. Ich bin schon da. Wie schrecklich. Oh, ich bin bei Ihnen. Fliegen Hunde so weit oben? Muss man auch das Wetter loben. Also so ein Fallschirm ist nichts für mich. Ich seile mich lieber an meinem eigenen Faden ab. Da weiß man doch wenigstens, was man hat. Ich muss zugeben, ich finde die Segelei mit dem Ding ganz lustig. Der Anfang der Reise war ja nicht so aufregend. Aber jetzt bin ich gespannt wie ein Gummipropeller bin ich jetzt. Wenn ich gewusst hätte, was mir bevorsteht, hätte ich lieber die Düsenlokflinker Käfer genommen. So, Freunde, gleich sind wir unten. Achtung, Fahrgestell ausfahren. Oh, weiche Landung. Bei deiner Polsterung, hihihi. Na endlich, die Erde hat uns wieder, sind wir alle vollzählig. Alle da. Vorsicht, au, au, au. Wuff, wuff, ich meine, wuff, 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 wuff. Wie nennt man eigentlich auf Italienisch? Etwa rückwärts? Wuff. War auch nichts. Ah, Fantastico. Was heißt Contrastico? Was ist Italienisch und heißt schöne Stadt? Was heißt denn Hitze auf Italienisch? Blöder Hund, das ist eine Gondola und der Mann heißt Gondoliere. Gwendrolina. Hoffentlich gehen wir gleich mal essen. Willkommen in Venezia. Har, har, har. Vielen Dank für deine Einladung. Ich mich freuen. Har. Ich freue mich ja so. Das sind also deine Amici, deine Freunde, von denen ich so viel gehört habe, ja? Ferdi, die Ameise? Ein charmanter und für eine Ameise recht intelligenter Bursche, dem ich gestatte, mir den Hof zu fegen.
Tollpatsch, der Holzbaum, Arambola, die Spinne, der dicke Appetitus, Grille, richtig Grille und das ist Schnüffel, der wache Schlafhund. Kommen alle zuerst einsteigen in den Gondola. Ich werde zeigen euch Bella Venezia. Avanti! Na los, kommt schon! Oh, ich bin doch keine Wasserspinne. Und ich habe eigentlich Hunger. Wir Italiener sind uraltes Käfervolk mit molto viel Kultura. Wir haben geboren sehr viele Dichter, Maler und Musiküsse. Venezia ist eine Langustenstadt, steht immer im Wasser, hat viele Inseln und wo viele Inseln sind, sind auch viele Brücken. Und damit die Schiffe nicht zusammenstoßen, singen Gondoliere. Der Kanal, auf dem wir hier sind, ist der große Kanal, der Canale Grande. Und weil es hier so viel Wasser gibt, haben die Leute immer den Kanal voll. Am vollsten haben sie den Kanal zum Karneval. Viele Brücken, ich habe auch zwei. Wo denn? Das ist die große Markuskirche mit vielen Kunstschätzen drin, auch von Konstantinopel. Ich weiß, Konstantinopel, Großvater von Adam Opel, dem Autokönig. Du hast nur in der Schule im Durchzug gestanden, der Großvater ist doch Ernst Dieter. Hat hier früher viele berühmte Malkäfer gegeben, am berühmtesten sind die Käfer Raphael und Grappa. Ach, der hat den Schnaps erfunden. Da drüben ist die berühmteste Kanaloper, da haben schon viele Opas gesungen. Der berühmteste ist Mario Müller-Callas. Den kenne ich aus Dallas. Cappuccino und Caramba. Und Heino nicht? Was hast du denn jetzt vor, Ferdi? Es singt für Sie Maestro Ferdinando. Bella Italia, du wirst uns zur Qualia. Drum fahren wir schnell wieder fort. Bella Venezia, beim nächsten Mal geht's ja. Du bist kein viel schönerer Ort. Mandolinenstreichen heiß wie Erdbeereis für meine Gwendolin. Bella Italia, wir kommen zurück, denn du bist das Käferchen. Sehr gut, der Talent. Das ist Bellissimo, das große Meister von Alcanto. Wir kommen zurück, denn du bist das Käferchen. Ich muss jetzt was spachteln, mir ist schon ganz flau im Magen. Und Äppelmagen kann ich nicht vertragen. Wir wollen statt gesungener Worte jetzt lieber ein Stück Sahnetorte. Nein, hier esst ihr was anderes. Sind das gekochte Blindfäden? Bene. Ach so, das heißt Eisbein auf Italienisch. Bene. Na, das schmeckt ja prima, mal was ganz anderes als Knitzenbrei. Wie nennt man das? Das ist italienische Nationalgerücht. Ist eine Sorte Nudel, heißt Spaghetti. Spachteletti. Ab sofort sind diese gelben Schnürsenkel mein Leibgerücht. Auf den Namen kommt es nicht an, wenn ich sie mir nur reinziehen kann. Au! Die könnte ich knuddeln, diese Nudeln. Tollpatsch, der Genuddelte. Und Ferdi hat Fuseln an der Antenne. Ich bin ja schon da. Ich beiß dich daraus, keine Hand. Die Dinger sind ja wie Schlingelpflanzen. Aua, ich hab mich total eingenudelt. Spaghetti, Paletti, zwei rechts, zwei links. Ich kann machen, was ich will. Bei mir wird immer ein Netz draus. Ach so, isst man in Käfershausen die Spaghetti. Meine Verehrung. Nicht mal richtig essen können die Kerle. Naja. Was denn, so spät schon? Wir müssen uns beeilen, sonst sind die Galerien geschlossen. Avanti, presto, presto. Ich will aber nicht auf die Galeere. Gigantico. Enorme. Totalico. Paletto. Aber keine Spaghetto. Dass der Michelangelo auch Fußballer gemalt hat. Ach, das ist doch die Moni Lisa. Wie heißt die Sperrmüll-Lise? Schön. Wirklich sehr beeindruckend. Ich glaube, ich werde doch lieber Maler. Da braucht man sich nicht mit dummen Musikern rumzuärgern. Ich muss mal die Maltechnik studieren. Wartet mal, Tollpatsch ist noch nicht da. Er ist noch im Museum. Tollpatsch, los, komm! So was Angreifendes könnte ich auch malen. Signore Tolpi, avanti, avanti! Ich werde ein großer Maler. Rucki zucki, trico traco!
Rembrandt van Tolpatsch. Tja, Rembrandt sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ist ja eigentlich ganz schön mühselig, so ein alter Meister zu sein. Ich meine, das Modell kann sitzen und der Meister muss stehen. Tja, was mache ich? Soll ich lieber ein moderner Meister werden? Als moderner Maler muss man allerdings auch im Stehen arbeiten, wie ich gerade feststelle. Und der Vorteil ist, man muss nicht so feine Pinselstriche machen, sondern kann ein bisschen dicker auftragen. Als ganz moderner Maler kann man allerdings noch dicker auftragen. Man kann auch einen ganz neuen Stil entwickeln und eine neue Technik. Sieht toll aus. Ja, die sogenannte Farbeimer-Schütt- und Mischtechnik. Hurra, ja, das ist die Sinfonie in Gelb. Ich bin ein großer, bedeutender Künstler. Tolpatsch, jetzt reicht's aber. Wach auf. Wenn du weiter so schnarchst, sägst du uns noch die Gondel kaputt. Im Museum einzuschlafen, so ein Kunstbananenhause. Was ist denn los? Wo bin ich? Wer bin ich? Wer seid ihr? Was wollt ihr? Sag mal, hast du einen Wackelkontakt an der Glühbirne? Mach endlich mal Licht an in deinem Schädel. Wir haben dich laut schnarchend hinter einem Bild von Aspicasso gefunden. Jetzt weiß ich's wieder. Ich habe meine Berufung zum Maler in mir entdeckt. Ich bin ein großer Künstler. Rembrandt, Weinbrand, Willibrand, Frascati. Ich werde der größte aller Maler. Ein richtiger Kunstmaler. Halt! Entschuldigt bitte, aber wie alle bedeutenden Künstler bin ich sehr impulsativ. Hier, mit diesem Buch lernen Sie ganz leicht pirseln. Vielen Dank, sehr aufdringlich, aber das ist nicht mehr nötig. Ich bin von einem Museum geküsst worden, bin ich nämlich. Und das Handbuch für kleine Pinsel entspricht nicht meiner wahren Größe. Eines schönen Tages werden auch meine Bilder in diesem Museum hängen, und zwar in Öl und Essig. Den vielen Tauben. Die sind so schwerhörig, dass sie sich sogar knipsen lassen. Warum freuen wir uns kein Futter hin? Wir haben nichts. Wir sind selber eingeladen. Und doch wenigstens ein paar Körner raus. Hey, du hast doch Husin bekommen. Ich bin doch kein Mösenpick. Die sind richtig aggressiv. Hallo, Signorina. Wünsche angenehmen Aufenthalt. Das ist der Reiz. Ja? Hallo, Ferdi und Arambula. Kommt mal her und seht euch das Denkmal an. Soll ein berühmter Feldherr gewesen sein. Ja, das ist Emilio Lambrusco, Herzog der B-Meisen. Hat erfolgreich gegen die Ameisenbären gekämpft. Darüber hat es mal einen tollen Film gegeben, die Schlacht am Monte Termito. Sind Sie die Reisegruppe, die Libello Flott Charter gebucht hat? Ja. Also pünktlich sind die. Haben Sie Ihr Handgepäck dabei? Wir müssen sofort starten, damit wir nicht in die Dunkelheit und in die Radarfallen der Fledermäuse geraten. Wenigstens haben Sie uns diesmal eine andere Maschine und einen anderen Piloten geschickt. Der auf dem Hinflug war ja furchtbar. Wie schade, dass ihr jetzt schon wieder wegfliegen müsst. Ich hätte euch so gerne die Piazzetta, die Campanilo, die Lilo und den Dogenpalast gezeigt. Den Dogenpalast hätten wir gerne gesehen. Jetzt müssen wir gehen. Arrivederci, cara Gwendolina, und einen guten Flug. Nochmals herzlichen Dank für alles, Francesca. Das nächste Mal musst du uns besuchen kommen. Ciao. Die Spachteletti, Maspaletti, auch sonst was hier sehr nett. Auf Wiedersehen, Arrivederci, kommt gut nach Hause. Wie mir mein Kollege, mit dem Sie hingeflogen sind, sagte, haben Ihnen die Loopings viel Spaß gemacht. Möchten Sie, dass ich ein paar davon drehe? Nein, 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 das muss nicht sein. Moment mal! Was ist denn das? Das darf doch nicht wahr sein! Los, Tolpatsch, wach auf! Sag mal, hast du das Bild etwa gestohlen? Wie denn, wo denn, was denn? Ich verstehe mal, gestohlen! Das habe ich selbst kopiert. Ich bin nämlich ein Künstler. Ich stehle keinem etwas, nicht mal die Zeit wie du. Ich weiß nicht, einem Oberschlawiner wie dir kann man alles zutrauen. Nach diesem aufregenden Ausflug nach Bella Italia ist wieder Ruhe eingekehrt im Käfertal. Während Tolpatsch schon wieder und Schnüffel noch immer schnarcht, sitzen die anderen vor Ferdis Haus auf der Bank und denken vor sich hin. Woran? Na sicher doch an die leckeren Spaghetti. Mmh.